Ein USB-Kabel braucht jeder fast täglich. Zum Beispiel, um das Handy zu laden oder Geräte miteinander zu verbinden. Für Mediengestalter Philipp Schüller, der Videoprojekte betreut, sind kaputte Kabel ein besonders häufiges Ärgernis. Das Kabel geht ganz schnell kaputt, wenn ich das in die Hosentasche stecke. Und dann knickt das Kabel direkt hier am Stecker, weil ich es natürlich dann eng zusammengewickelt habe. Die Hosentasche drückt drauf und dann sind die ganz schnell kaputt. Und weil sie sich nicht reparieren lassen, landen sie im Müll. Auch Hermann Hetzer ärgerte sich über kaputte Kabel. Mit seinem Merseburger Team verkauft er unter anderem Smartphones, die man selber reparieren kann. Nicht ihre Erfindung, aber es inspirierte sie zu einer. Wir dachten uns, ja, warum gibt es denn da kein passendes USB-Kabel dazu? Deshalb haben wir uns aufgemacht, ein reparaturfähiges USB-Kabel zu entwickeln. Doch warum kann man herkömmliche Kabel nicht reparieren? Das Problem? Stecker und Kabel sind miteinander vergossen. Das macht die Herstellung einfach, eine Reparatur aber nahezu unmöglich. Konrad Henrici, der technische Kopf des Teams, erklärt warum. Man kann es zwar öffnen, aber dann ist es eben kaputt. Man kann ihn nur abschneiden und dann müsste man halt einen neuen Stecker ranmachen. Das macht am Ende keiner. Diese Schwachstelle haben die Merseburger beseitigt und ihr Kabel so konstruiert, dass man es reparieren kann, ohne ein Ersatzteil zu kaufen. Auf den ersten Blick sieht ihre Erfindung aus wie jedes andere USB-Kabel. Das Besondere ist der Stecker. Der ist nicht fest mit den Kupferdrähten vergossen, sondern aus Einzelteilen aufgebaut. Ähnlich wie bei modernen Klemmen für Lampenanschlüsse werden die einzelnen Kabellitzen über eine Führung auf Metalldorne gesteckt und festgedrückt. Anschließend kommt ein Metallgehäuse drumherum. Der Vorteil ist, dass das dann eben wieder alles auseinandergenommen werden kann. Dadurch ist es reparierbar. Um zu zeigen, ob die Reparatur tatsächlich einfach ist, schicken wir Konrad zu Mediengestalter Philipp. Er soll versuchen, das gebrochene Kabel wieder fit zu machen. Damit das jeder zu Hause machen kann, erklären die Erfinder auf ihrer Website, was zu tun ist. Die Anleitung ist relativ gut verständlich. Es ist ein bisschen Fummelkram zwischendurch, glaube ich. Krieg ich hin. Laut Anleitung soll Philipp etwa 20 Minuten dafür brauchen. Als erstes muss er die Kunststoffhülle aufschneiden und abnehmen. Bisschen fummelig, aber das ist normal bei Kabeln. Jetzt kann er das Metall aufbiegen und den Stecker herausziehen. Laut Anleitung muss Philipp nun das Innenleben des Steckers auseinandernehmen. Oh, schon gebrochen, glaube ich, oder? Da war ich wohl so ein bisschen zu kräftig beim Aufheben. Hält das trotzdem auch? Also hält das, wenn ich es. Ja, das hält tatsächlich trotzdem. Ist es dann halt nur nicht mehr ganz so einfach, das in das Gehäuse wieder reinzukriegen. Ob der Stecker trotzdem funktioniert, wird sich gleich zeigen. Zunächst hat Philipp das defekte Kabel gekappt und die Isolierung entfernt. Bei jeder Reparatur wird das Kabel also ein bisschen kürzer. Hier steht was drauf, aber man braucht den richtigen Winkel, um zu sehen, wie rum es hier steht. Da steht R für Red, W für White, G für Green und B für Black, damit ich die Reihenfolge hier richtig habe. Jetzt wird es kritisch, denn beim Öffnen hatte er hier eine Ecke abgebrochen. Es hält jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Ja, es fällt jedenfalls nicht raus. Zum Schluss muss Philipp noch die Metallhülle aufstecken und mit einem sogenannten Schrumpfschlauch alles abdichten. Wie versprochen, nach 20 Minuten ist das Kabel fertig. Es ging schneller, als ich gedacht habe. Doch funktioniert es auch? Es lädt. Okay, das funktioniert schon mal. Philipps Fazit? Die Reparatur hat super geklappt. Und ich würde mir so ein Kabel kaufen, wenn ich ein neues brauche.
4 verschiedene USB-Kabeltypen haben die Merseburger aktuell im Angebot. Doch dabei soll es nicht bleiben. Langfristig haben wir Lust, Netzteile und Powerbanks zu entwickeln, die man eben auch reparieren kann, weil wie schnell geht da eben mal ein Akku kaputt? Und es wäre halt cool, wenn man das auch reparieren könnte. Allerdings sind die reparaturfähigen Kabel etwa 3-mal so teuer wie herkömmliche Exemplare. Dafür spart man sich für längere Zeit den Neukauf.